Hallihallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Battle Total Annihilation Kingdoms Operation King Sparrow Hills. Ich muss gleich dazu vorweg sagen, dies ist wieder mal eine nachkommentierte Folge, aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe mir so mein Commentary mal angehört, ne, und da dachte ich mir so, nein, einfach nein. Sowas kommt hier nicht durch meine Qualitätskontrolle. Jetzt fragt euch sicher, welche Qualitätskontrolle? Die letzte Folge war doch auch scheiße. Da habe ich euch, yo, aber die Folge, diese Folge hier, die war so schlecht kommentiert, dass ich sie jetzt mit verschnupfter Nase mich hier nochmal hinsetze und dieses Nachkommentieren mache. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich hasse Nachkommentieren. Und das ziehe ich immer noch vor, anstatt dieses komische, was weiß ich, was das war. Das war einfach nur widerlich. Ich saß da teilweise so richtig so selber vor und dachte mir so, halt die Fresse, Junge. Das habe ich wirklich zu meinem Vergangenheits-Ich gesagt. Mal gucken, was hatten wir denn hier überhaupt vor? Wir preschen hier auf jeden Fall weiter durch die Stadt vor. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Also für uns. Und ich glaube, mein Hund will raus. Ja, Hundi, warum... Okay, doch nicht. Und er sah gerade dann heraus, als ob er einfach an der Tür kratzen würde, aber das tat er dann wohl doch nicht. So, wir werden gerade angegriffen. Zum Glück haben wir unsere Neo-Dragons, die sich hier mal drum kümmern. Warum habe ich 5 Neo-Dragons? Habe ich einen ausgebildet? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ist auch schon wieder etwas her, ich weiß. Eigentlich gar nicht mal so lange her, oder? Wann habe ich die Folge hochgeladen? Ich weiß es auf jeden Fall momentan alles ziemlich unregelmäßig. Weil ich im Augenblick sehr, sehr wenig Zeit habe. Das heißt, jetzt in den kommenden 2-3 Wochen habe ich wiederum eine Menge Zeit. Ich hoffe mal, dass ich da wohl wieder regelmäßig Folgen hochladen kann. Ach, guck mal, wir haben eine neue Truppe. Soll es eine neue Truppe sein? Truppe 6, 5, 4? Welche Truppe wird es sein? Na? Ja? Hallo? Gut, dann eben nicht. Ich habe übrigens an dieser Map noch mal ein bisschen rumgefeilt. Jedes Mal, wenn wir jetzt eine komplette Verteidigungslinie einnehmen, beziehungsweise wenn wir eine komplette Verteidigungslinie zerstört haben, also alle heiligen Magnetscheine in einer Reihe, bekommen die Aramons mal eine richtig krasse Verstärkung. Und die ist mit jedem Mal immer heftiger. Baue gerade einen Prismatic Mirror übrigens hin. Warum? Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich genau. So, der Kollege, ja. Der Kollege hier, der soll sich mal um diese Festungen da kümmern, die da in der Ecke hier stehen. Wenn mein Vergangenheit sich mal nach oben scrollen würde, dann könnt ihr euch das mal zeigen. Aber ich glaube, das habe ich euch schon in der letzten Folge gezeigt. Na gut, warum ziehe ich die zurück? Ich glaube, weil die ziemlich geschwächt waren. Ach, guck mal, Truppe 5 ist das. Ich habe jetzt bestimmt, das ist Truppe 5. Und Truppe 5, komm, jetzt tauscht jetzt einfach mal Truppe 4 aus. War es Truppe 4? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet gerade. Na gut. Dann tastet euch mal langsam vor. Truppe 1? Ihr wart Truppe 1, genau. Okay. Sehr gut, dann bewacht einfach mal hier diese Straße hier oder greift die Festung an. Auch okay, nehme ich gerne dieses Angebot entgegen. Und meine Nase läuft gerade, ich habe keine Taschentücher mehr. Sehr gut, meine Taschentücher sind verbraucht. Nee, halt, hier ganz hinten sind noch welche. Moment. Tschüss, das war meine Maus übrigens. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht versehentlich irgendwas geskippt oder so. Aber sieht nicht danach aus. Okay. Ach, guck mal, das Wurfgeschütz. Ah, ja. Das Wurfgeschütz geht etwa in Action bei dieser einen Häuserreihe. Wenn wir da sind, kann ich es euch nochmal zeigen. Wenn ich nochmal zufällig drüber scrollen sollte. Aber offenbar sollen sich unsere Neo-Dranks erstmal darum kümmern. Gut, greifen wir das Wurfgeschütz an. Das zu zerstören macht jetzt eigentlich auch keinen großen Unterschied, weil wir bekommen so oder so ein Wurfgeschütz, wenn wir das Tempelgelände einnehmen.
So, dann fliegt mal zurück. Zurück, zurück, weiter zurück, noch weiter zurück, noch viel weiter zurück. So, Chris McMurray ist immer noch am Machen. Ich muss sogar meine Nase schneuzen. So, da bin ich wieder. Kann sein, dass ich gleich nochmal schneuzen muss. Aber jetzt sind meine Taschentücher leer. Ach, Mann. Na gut, ich sollte mich mal besser vorbereiten. So, warum haben wir da Truppe 4 und Truppe 5 noch immer unten? Ach gut, Truppe 4 geht gerade raus, soll neu aufgefrischt werden. Und die fünfte Truppe, Truppengruppe, die rollt... die rollt jetzt, also jetzt würde ich sagen, ihr solltet mal diese Parkanlage direkt vor denen jetzt ist, diese große Parkanlage sollten die mal einnehmen. Da haben die ein relativ freies Feld, wenn die Bäume weggeschossen haben, und die Bäume sind jetzt auch nicht so ein großes Hindernis, die sind mit einem Schuss weg. Wenn die erstmal freies Feld haben, die Panzer, dann sind sie eigentlich so gut wie unbesiegbar. Zumindest gegen die aramonischen Soldaten. So. Genau, bringt euch mal ein bisschen Sicherheit, bitte. Und ich hoffe gerade immer in meiner Vergangenheit, ich scrollt mal die Map ein bisschen so, dass ich diese Häuser... Genau, diese Häuserreihe aus diesen Strohhäusern. Diesen Strohdachhäusern da. Das ist quasi die Grenze... Also, die Grenze... der Reichweite des Wurfgeschützes auf der Tempelanlage. Konnte dem erfolgen? Ich hoffe doch, es war eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Ach guck mal, unser Prismatic Mirror ist fertig. Und er tut genau das, was er eigentlich machen soll. Er, der Spiegel. Ja doch, doch. Doch, passt alles, passt alles. Ich glaube, jetzt will Hundi raus. Hundi, willst du raus? Ja, er guckt mich so an. Mach mal gerade auf. Okay, ich bin gleich wieder da. Moment. Ach, das ist alles. Ja. Du willst raus. Na gut, komm. Tschüss. Und benimm dich. Ach. So, Kopfhörer aufgesetzt. Sehr gut. Schleim rausgehustet, noch besser. Und wir bekriegen gerade wieder eine Truppe harmonischer Soldaten. So, und der Prismatic Mirror, der macht hier alles weg. Sehr gut. Gelobt sei die Reichweite der Spiegel. Ha! So, Truppe 5. Ihr seid ziemlich aktiv. Räumt mal gerade hier den Weg frei. Genau. Ich meine, wenn die Araman das schon nicht machen, dann machen wir das wenigstens. Wir machen den Weg frei. Kreolitische Volksbanken. Ach, was soll's. Ich bin ein bisschen werbegeschädigt. Bisschen aber nur. Minimal. Also so fast gar nicht. Und das war eigentlich nur gelogen. Ich bin ziemlich werbegeschädigt. So, ja genau, jetzt nehmen die Parkanlage an, die ich vorhin angesprochen habe. Also ich hoffe, dass das zumindest jetzt durchziehen und nicht gleich einfach so denken, nö, machen wir doch nicht mehr. Oder diese Hauptstraße da, an der ihr gerade steht. Die könnt ihr natürlich auch besetzt halten. Da ist eigentlich auch relativ freies Feld. Ja, da könntet ihr eventuell Glück haben. Aber diese aramoische Truppe, die zieht jetzt gerade auf Truppe 1 zu. Truppengruppe 1. Gut, sollen sich einmal die Neos drum kümmern. Zumindest um die Schützen. Und Grenadiere. So, und jetzt wird's mies. Okay, gut. Eigentlich hätten jetzt diese ganzen Schwertkämpfer, diese Krieger, hätten sich jetzt einfach nur durch diese Gassen durchzwängen müssen.
Und dann wären die, dann würden die Panzer durch Friendly Fire eigentlich alle gegenseitig sich zerstören. Aber gut. Aber gut, also ich beschwere mich jetzt nicht, dass sie jetzt wieder abhauen. Ich sage einfach mal nur mal tschüss. So wie immer. Und der hat seinen Spaß da. Okay. Ist der Weg frei? Ja, sieht ganz anders aus. So, dann können wir hier auch weiterziehen jetzt. Ja, genau. Jetzt erstmal hier auf die Festung hier. Jetzt erstmal hier alles hier frei ballern. Ach, guck mal, da ist schon eine weitere Stellung. Eine strategische Position. Moment mal, was macht Truppe 2 da gerade? Sind die besoffen? Sind das alle? Nee. Die sammeln sich jetzt gerade erst alle, okay. So, Truppe 5, ihr Helden. Warum gehst du so weit nach vorne? Du hast doch keinen Grund, so weit nach vorne zu gehen. Ey, manche Beast Rider, ne? Da denkst du dir echt, nein, einfach nein. Was hat der vor? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Freunde? Immer wenn ich erkältet bin, kann ich eigentlich vernünftig kommentieren. Ich frage mich, ob mir das zu denken geben soll. Ja, auf jeden Fall gibt mir das irgendwie zu denken. Eigentlich hatte ich gerade, wo ich den Hund rausgelassen habe, hätte ich mir noch mal eine Packung Taschentücher holen können. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das war ziemlich dumm. Aber guckt mal, jetzt bekommen wir Besuch. Truppe 5, lass sie doch einfach stehen, Vergangenheits-Ich. Bist du denn geistig zurückgeblieben oder so? Die hätten wir jetzt easy alle wegschießen können. Aber nein, Vergangenheits-Ich denkt sich so, nee, ich zieh die mal lieber ab. Warum Vergangenheits-Ich? Der ist paralysiert, er kann sich nicht bewegen. Ach. Die sind eigentlich gar nicht mal nötig. Ja. Obwohl diese Froststimme schon verdammt episch aussehen, aber die sind nicht nötig. Prismatic Mirror. Es wäre viel cooler gewesen, würde ich diesen... Ich habe diese Neo Dragons viel zu oft verwendet. Viel zu oft. Man kann das Ganze auch schaffen, ohne ein Neo Dragon zu verwenden. Ja, Vergangenheits-Ich ist da wohl offenbar nicht in der Lage zu. Na gut. Dann eben nicht. So, was macht ihr denn jetzt? Ich bin mal gespannt. Ich hab die Folge eh noch nicht ganz durchgeguckt, weil ich etwa nach 4 Minuten dachte ich so, halt die Fresse, Junge! Ich kann deinem Gelaber nicht zuhören! Obwohl, ich hätte eigentlich die Folge mir vorher angucken sollen, ohne Commentary. Dann würde ich wenigstens wissen, was passieren würde, aber das kennt man ja nicht von mir. So, hat der Chief Engineer schon an die Fabrik eingenommen? Ich weiß nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Na gut. Hier haben wir einen kleinen Stadtplatz. Mit einer weiteren Stellung, die wir gerade zerstören. Sehr gut. Offenbar werden wir heute die 3. Verteidigungslinie einnehmen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Warum habe ich hier keine Taschentücher? Mann, meine Nase zerläuft hier gerade. Geil, alles verbraucht. Alle Notbestände an Taschentüchern sind in diesem Zimmer echt aufgebraucht. Geil. Eigentlich gar nicht mal so sehr.
Oh, ich habe hier noch eine. Eine Hosentasche habe ich sogar noch eine. Taschentuch. Ein unbenutztes sogar. Ha! Sehr gut. So, da bin ich wieder. Ach, eine Erkältung ist schon ziemlich lästig, wenn ich das mal so sagen darf. Und das sage ich gerne. Offenbar habe ich die Fabrik schon letzte Folge eingenommen. Mission Ziel 2 erreicht einer oder zwei Verteidigungslinie. Hervorragend! Das Brigadehauptquartier stellt euch weitere 5000 Ressourcen zur Verfügung. Yeah! So, und jetzt zielen die Spiegel auf die umliegenden Festungen, beziehungsweise generell die umliegenden Verteidigungsanlagen. Sag ich auch nicht nein zu, ne? Bitte sehr, bitte gerne. Erstmal ein bisschen, kann ich mir ein bisschen Stress sparen. So, wie sieht's eigentlich aus? Kommt irgendwo... Ne, ich sehe gerade irgendwie gar keine Verteidiger. Eigentlich könnte ich jetzt problemlos mit der 5. Truppe weiter nach vorne preschen und den Rest einnehmen auf Vergangenheits-Ich dachte sich so, nö, heute nicht. Das heißt, jetzt begeben sich langsame Bewegung. Vielleicht dachte ich es auch zu dem Zeitpunkt einfach nur, dass es eine gute Idee ist. Ich hatte wahrscheinlich schon meine Gründe dafür. Ich bin jetzt einfach mal so naiv und denke, Vergangenheits-Ich hatte einfach seine Gründe dafür. Das wird schon so seine Richtigkeit haben. So. Dann würde ich mal sagen, letzte Roll. Was? Tschüss. Ah. Wie heißt der mal? Grenade-Sprinkler? Nee, Bomb-Sprinkler, genau. Ja, das ist eigentlich so ein kleiner Granatwerfer nur. So ein Granatwerfer, Mörser, irgendwie sowas. Wir bekommen schon wieder Besuch. Aber okay, das ist nicht allzu tragisch. Es sieht nur schlimmer aus, als es wirklich ist. Macht nichts Blödes, Vergangenheits-Ich. Gut, Vergangenheits-Ich macht nichts Blödes. Dafür machen die aramoischen Verteidiger was Blödes. Warum? Gut. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was Vergangenheits-Ich da gerade macht. Ja gut. Dann, ich weiß echt nicht, was mein Vergangenheits-Ich da jetzt großartig geplant hat, aber es hat wohl irgendwie geklappt. Und das ist doch letztendlich alles, was zählt. Okay. Jungs, was macht ihr denn? Ja, genau, so. Noch einer ist noch übrig. Ein einzelner Panzer. Der einfach mal gerade so in der Seitengasse steht. Okay. Von mir aus. Ich halte ihn nicht davon ab. Kann er gerne machen. Muss er damit rechnen, dass er gleich irgendwie zerstört wird oder so. Was ziemlich wahrscheinlich ist sogar. Früher oder später wird er zerstört. Das kann ich schon mal versprechen. Wir lassen hier keine Überlebenden zurück. Niemals. Selbst wenn er jetzt noch kommen sollte. Ach guck mal, wir bekommen schon wieder Besuch. Also sobald wir diesen Kanal eingenommen haben, sobald wir es bis zum Kanal vor... Sobald wir den Kanal eingenommen haben, ist es eigentlich alles ziemlich easy. Weil am Kanal können die nur an zwei Stellen rüber und diese beiden Stellen kann man super ausstreuen, 1-Ohr-mäßig verteidigen. So, kann Truppe 1 jetzt bitte weiter nach vorne.
Warum denn nicht? Vergangenheit sich. Warum kann Truppe 1 jetzt nicht nach vorne? Truppengruppe 1. Du kannst mir jetzt nicht sagen, die haben jetzt keinen Bock. Offenbar will das Vergangenheit sich schon sagen. Okay. Nein, eigentlich nicht okay, aber... Ach, ich beschwer mich schon nicht mehr darüber. Nein, einfach nein. So, dann zieh mal den Neo-Ranks erstmal ab. Truppe 5. Ich würde die Truppe 5 jetzt einfach nur nach Norden schicken. Damit wir diese ganze verdammte Parkanlage eingenommen haben. Aber nein, Vergangenheit, ich denke sich so wieder nein. Und im Grunde genommen sind diese nachkommentierten Sessions eigentlich nur, wie mein Gegenwarts-Ich, mein Vergangenheits-Ich schlecht redet. Und sagt eigentlich nur, wie dumm es war. Also wie dumm ich war. Guck mal. Leute, macht doch mal ein bisschen mehr Schaden hier. Das ist, Tschüss. Wir sind 1A, ausreine Drachenjäger. Solchen popligen, heiligen Drachen wollen sie uns aufhalten, ne? Ich bitte euch. Gegen die Macht Kreons. Können nicht mal Drachen ankommen. Okay. Ich würde an dieser Stelle allerdings sagen, ciao Freunde, das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin. Tschüss, ihr Kinders. Bis dahin.